Dann herzlich willkommen zur nächsten Folge von Friends of Fever mit Anna. Moin. Und in dieser Folge wollen wir die Züge draufpacken. Ich lasse erstmal weiterlaufen. Ich habe in der Zeit, wo Anna gerade kurz weg war und zwischen den Folgen, einmal dafür gesorgt, dass bis auf in dieser Kurve ich hier unsere Brücken erweitert habe und auch hier hinten die Brücke so erweitert habe, dass die Pfeile durchgehend schnell fahren können. Und die Pfeile sind natürlich aktuell komplett überlastet. Das heißt, ich würde jetzt gleich, zum Beispiel genauso wie jetzt, jetzt haben wir gerade noch genug Geld, immer mal wieder einen Pfeil kaufen und den mit auf unsere RE14 packen. Und das hier insgesamt, jetzt würde auch direkt durchfahren, insgesamt, kurz zur Erklärung, wir haben 1, 2, 3, 4 Stationen, davon werden zwei doppelt befahren, also wäre es am besten, wenn in jeder Station gleichzeitig ein Zug steht, dass die auch alle gleichzeitig losfahren können. Müsste, glaube ich, gehen, oder? Brauchen wir dann einen weniger wegen dem Signal? Nee, ne? Die können, glaube ich, alle... Nee, weil der Zug von da kann ja bis hier fahren, bis der losfährt. Also theoretisch bräuchten wir 6 Züge, die im Eingependelt fahren können. Wenn die nacheinander fahren, ist, glaube ich, kein Problem, weil der hier drüben ist. Dann wird der ja warten. Die pendeln sich selber ein. Ich glaube, das haben wir extra drüben, dass sie sich selber einpendeln können. So, das heißt, ich würde jetzt hier 6 draufpacken. Für den Zug, den wir uns überlegt haben, brauchen wir pro Strecke 20 Millionen einen Zug. Später natürlich am liebsten ein paar mehr Züge. Jetzt gerade würde ich dann sagen, packen wir auf jede Linie einen Zug, also 40 Millionen. Die Pfeile kosten jeweils 5, das heißt, wir brauchen insgesamt 50 Millionen. Und dann würde ich sagen, das Ganze sparen wir dann jetzt in einem Zeitraffer, wo ich immer mal wieder einen Pfeil kaufe. Und vielleicht nochmal mitfahre. Aber ich mache einfach jetzt mal einen langen Zeitraffer. Bis gleich!
Und damit herzlich willkommen zurück nach dem Zeitraffer. Wir haben 46 Millionen. Wie wir gesehen haben, die Pfeile laufen ganz gut. Es kommen immer neue Sachen rein, sehe ich hier gerade. Oh, es kommen auch neue LKWs rein gerade. Entschuldigung. So, wir haben genau hier noch ein paar Sachen ersetzt, die alle abgelaufen sind. Die Züge hier machen wir dann irgendwann anders. Jetzt tauschen wir erstmal Kollegen ihn hier aus. Den müssen wir so oder so austauschen. Den können wir auch direkt austauschen, würde ich sagen. Mhm. Fahrzeug walten, wir halten kurz an, dass nicht das Geld gleich weg ist. Wir tauschen aus mit unserer Komposition, die wir gesagt haben. Wir haben eine. Wir wollten die hier haben. Mit Cargo. Wir hatten gesagt, wir wollen 20 hiervon haben. Richtig? Ja. Und den Kesselwagen hatten wir dann 5. 1, 2, 3, 4, 5. Und von den Wagen für Steine theoretisch noch hatten wir 6. Einfach weil die hier 9 und die hier 8 transportieren können. Und hier die auch, aber hier gibt es 3 verschiedene und die 3 wollen wir alle darüber transportieren. Deswegen sind davon so viele. Ein Fahrzeug ist 324 lang, deswegen die Bahnhöfe, hat 523 Kapazität. Ersetzen kostet sogar weniger, wenn wir den alten Preis noch wieder kriegen. Das heißt, den ersetzen wir. Jetzt haben wir ganz wenig Geld wieder. Und wir kaufen noch das gerade hier. Verändern. Wie das du sagst. Den haben wir jetzt erstmal ersetzt. Wir drücken noch nicht auf Start. Wir sind erstmal bei unserem Zug, der gerade. Der ganz obere ist. Der ganz obere ist. Verwalten wir kurz die Linie. Der geht jetzt nämlich nach Pausitz. Einen weiter bis hier hinten. Du musst dann aber in Pausitz doch nochmal halten. Stimmt, weil er dann theoretisch noch Sachen mit zurücknehmen soll. Ja. Und theoretisch dann auch hier. Mhm. Jetzt müssen wir die Gleise einstellen. So, wir fangen hier an. Hier hat er es richtig gemacht. Also Vasa, unter Vasa schon mal richtig. Pausitz. Ja, da fangen die Probleme schon an. Auf dem Hinweg sollst du nicht auf Gleis 2, sondern auf Gleis 3 ankommen. Rückweg Gleis 2 passt. Und die Low Nord, da kannst du eigentlich nur auf einem Gleis ankommen, glaube ich. Weil du nämlich nur auf die eine Richtung kommst. Perfekt! Das haben wir doch dann schon. Bevor wir jetzt den Zug losfahren lassen, kommen Brote an. Schicken wir gleich noch genau Brote an und wir kaufen irgendwie den zweiten Zug. Den wir jetzt nochmal eben schnell bauen. Für die andere Strecke, der sozusagen da rüber fährt. Cargo, wir hatten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passt. Passt. Kaufen. Wir müssen aber erst die Linie machen. Das ist doch nicht schön. Egal, wir müssen jetzt gleich mit dem Fahrzeug hier vorher chillen. Also, wir brauchen eine neue Linie, die von hier. Ja, hier. Ja, hier. Und wieder hier zurück. Und danach bist du wieder hier. Fährst du richtig? Das ist erstmal die Namen kommen noch. Verteiler 2. Das andere wird dann mal ganz kurz umbenannt zu Verteiler 1, damit ich es mir leichter mal finden kann. Linie. Verteiler 1. Und ändere die Farbe bitte von Verteiler 2. Warum? Weil die ähnlich zu 1 ist. Perfekt, das ist eine ganz andere. Aber die. Warte. Ach, hier ist die gleiche Farbe. Egal, das ist Straße und Dings. Ist egal, pink. So. Wir fangen hier an. Hier musst du theoretisch auf. Hier ist kein Signal, ne? Deswegen kannst du das nicht. Da hatte ich irgendwo ein Signal gestellt, anscheinend nicht. Nö, hab ich nicht. Hab ich auch vergessen. Dann weiß ich auch, warum der nicht auf die andere Seite fahren kann. Ist das richtig rumgesetzt, das Signal?
Ja klar, ist ja okay. Desert. So, das heißt, theoretisch müssen wir hier bei dem Bahnhof was ändern. Wahrscheinlich. So, Linienmanager. Genau, weil du fährst hier zwar richtig, aber auf dem Rückweg musst du bitte auf Gleis 1 durch. Und das war's doch schon. Genau, du kommst auf das Gleis. Hier habe ich das Signal nicht vergessen. Im Rückweg fährst du theoretisch auf der richtigen Seite durch, fährst dann hier unsere lange Strecke und landest dann hier wieder auf dem gleichen Gleis wie davor. Und dann lasse ich dich, Verteiler 2. Und was wollen wir jetzt hier noch machen? Hier muss Brot. Werden Brot dahin geliefert, war meine Frage. Nee, noch nicht. Das ist nämlich die einzige Linie. Weil Brote muss doch woanders noch hin, oder? Weil das ist theoretisch die Linie, die von hier nach hier fährt. Mit ein paar Autos, die Brote theoretisch mitnehmen und das auch hier in die Mitte bringt. Zum Verteilen. Das ist dann. Verteiler. Ich glaube, so habe ich das genannt. Die Namen ändern wir irgendwann noch. Keine Sorge. Ja. Haben wir noch nicht. Sticht raus. Ein 13 jeweils. Weil wir haben jetzt gerade einen anderen Städten. Einen, der alle macht. Weil wir haben Benzin, wir haben Brote. Ja, und hier können, glaube ich, alle nur was. Nee, der kann theoretisch alle. Aber wir haben jetzt gerade überall den neu gekauft. Den hier. Theoretisch würde ich jetzt erstmal machen. So, wie viel brauchen wir hier? Ist nur so eine kurze Strecke von da nach da? 4? Ja. Oder 5? Ach, 5, ich hätte 5 im Kopf. Okay, sehr gut. 5, 1 Million. Haben wir gerade noch so? Dann gehen wir hier auf den Verteiler von Bilo. Und dann würde ich sagen, fangen wir damit schon an, oder? Ja, ich glaube, das passt jetzt. Hast du im Pausitz den Verteiler jetzt schon gemacht? Muss natürlich überall noch eben schlimmer. Ja. Ja, wir sind ja gerade mal circa 10 Minuten Aufnahme mit dem Zeitraffer. Ich weiß nicht, wie schnell ich den Zeitraffer mache. Aber ich habe theoretisch hier schon eine Linie gemacht, das weiß ich. Ah, okay, dann ist ja egal. Ich habe nur noch keine Sachen hier drauf gepackt. Machen wir auch mal, hier sind wir überall 5 erstmal. Ne? Ja, hast du jetzt. Ja, genau, doch, den hast du gemacht. Ja. Gibt es eigentlich schon einen? Gibt es einen, der die Sachen machen will? Nirgendwohin. Genau. Weil in der Bahnhof hier am Anfang gereicht hat. Am besten theoretisch hier, wo die Wohnhäuser sind. Theoretisch. Auszug. Hier wird ausgezogen. Am Anfang, nein, ich will keine Gebäude abreißen. Wie fing das da so rein? Ja, am Anfang war auch das Problem. Wurde schon wieder verändert von Aussehen? Sieht schon wieder anders aus. Am Anfang war auch das Problem, dass das am Anfang nicht teuer war. Ja. So. Dann haben wir jetzt Vasa, Pauses Below, dann Eschenbergen. Da haben wir theoretisch die gleichen Linien wie davor hatten. Da haben wir auch schon die neuen draufgepackt. Und die auch in einer bisschen höheren Taktung, weil die brauchen noch ein bisschen mehr. Die bringen die ganzen Sachen hier hin. Hier brauchen wir, glaube ich, schon 2 Stationen, weil die Stadt so groß ist. Ja. Dann würde ich sagen, haben wir hier oben eine, die das abdeckt. Dann würde ich sagen, hier packen wir hier noch einen hin oder so. Ja, für Pakete, die wir eh noch nicht machen. Das ist richtig. Aber Plan ist, hier sind ja auch Schraubenschlüssel. Gut. Und theoretisch, was ist das dritte, was hier hinkommt?
Brennstoff. Brennstoff, das hier. Also theoretisch haben wir jetzt da, also theoretisch müsste das hier hin. Die neuen Stationen machen noch ein bisschen mehr. So, dann brauchen wir hier welche, die Ziegelsteine. Die hier. Die Z müssen wir unsere Ziegelsteine schon bergen. Die kriegt dann noch den hier, noch den hier. Am besten eigentlich anders kommt hier gerade auf. Weil dann kreuzen sie hier nicht. Mhm. Und die haben wir dann auch noch umbenannt in Verteiler. Ash. Bergen. Zack, und jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Stadt und das ist unsere Anfangsstadt Babelfeld. Die von hier nach. Wo musst du hin? Hier ist das Industriegebiet. Hier haben wir auch schon einen Posten, der fast alles abdeckt. Ja. Der ist auch schon gut genug, würde ich sagen. Neue Linie von hier. Da fährt er schon irgendwas hin. Ah ja, stimmt, da fährt er schon mal. Da fahren schon zwei Sachen hin. Ja. Das ändern wir gleich. Das ist das jetzt hier. Verteiler war bitte. Verteiler war. Feld. Das ist die Frage: Lassen wir dann die Werkzeuge direkt hier hin liefern? Könnte man machen. Weil die Werkzeuge müssen da ja hin, damit sie nach oben. Ja, genau. Und die können dann auch über den Verteiler laufen. Das heißt. Theoretisch, was haben wir hier für eine Linie? Bretter, Werkzeuge, Wapelfeld. Das sind damit erstmal so Linie verwalten. Ah, ich weiß, was das Problem war. Das, die haben nämlich die Bretter von da oben nämlich schon geholt. Ja. Egal, kriegen wir noch hin schnell. So, wir machen hier einfach mal ganz kurz eben den Stopp weg. Wir machen dann nach Wartungsbehaltepunkt den Stopp dazwischen. Ich glaube, das Bad macht mehr Sinn. Ja. Ganz schnell noch. Und schnell, ich habe gerade von meinem PC nur nachgekommen, dass mein Speicherplatz für das voll ist. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ansonsten müssen wir gleich nochmal kurz gucken, wie wir das machen. So! Das heißt, jetzt sind da auch nur noch zwei Sachen drauf, ne? Linienmanager. Ja. Die war beides gleiche Terminal. Seid ihr du? Ein bisschen, ne? Gut, dann würde ich sagen, geht's los, oder? Ja. Haben wir alles fertig? Haben wir überall dran gedacht? Werden wir sonst merken, wenn nicht. Kommen 20 aus dem, weil der noch hinten im Ding hängt, weil ich glaube, der ist sehr, sehr lange dazu. Jetzt geben wir Gas. So, wir düsen los. Wir machen jetzt gleich noch so richtig stark Minus. Aber egal. So, jetzt düsen wir. Wenn wir aus der Kurve sind, schrecken wir die 80 km. Und dann machen wir den Sturm runter. Das ist sogar. Wir düsen mit 80. Da nehmen wir 5 Baumaterialien mit, die Richtung Wapenfeld wollen. Dann nehmen wir unsere neue Brücke, die eigentlich 80 schaffen sollte. Die wir eigentlich schon hochgeschrieben haben. Das heißt, auch dieser Pfeil da vorbei liest. Das ist eigentlich neben der Pfeil, aber der Pfeil ist ein bisschen schneller. Ein bisschen. Ich habe mir noch einen Zeitpunkt ausgedacht, was ich da gesagt habe.
Wir nehmen mit 16 Werkzeuge. Das ist doch erfolgreich. Herrenhölzer benötigt Werkzeuge? Gar kein Problem. Glaube ich. Doch, Herrenhölzer ist da hinten. Scheiße, ich dachte, es wäre das hier. Ich dachte, es wäre das hier vorne. Oder was? Mhm. Egal, Herrenhölzer. Hier machen wir dann wahrscheinlich auch von hier noch eine Strecke, die weitergeht hier. Und wenn alle Sachen, die hier benötigt werden, rotieren wir schon irgendwo. Nee, man kann das ja vielleicht noch mit der Stadt Schweich da verbinden. Die braucht genau. Das ja auch. Ein Tanker. Sehr gut. Hier ist es aber ein groß, weil 500 ist ein großer Mensch. Okay, dann würde ich sagen, wir schreiben uns auf, dass wir beim nächsten Mal die Linie vielleicht noch mit Pfeilen oder was anderem aufstellen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, bis mein PC jetzt gleich sagt, ich habe keinen Speicher mehr, deswegen machen wir das jetzt direkt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Einen wunderschönen Tag. Tschüss. Tschüss.